Für unseren Kuschelponcho benötigt ihr eine Fließdecke mit einer Größe von mindestens 1,30 m mal 1,70 m. Ihr benötigt eine gute Stoffschere oder eine gute Haushaltsschere, Stecknadeln, euer Maßband, Nähnadeln, Schneiderkreide oder ein Stoffmarkierstift, Wolle eurer Wahl, eine Rundnadel mit einer maximalen Länge von 54 cm oder ein Nadelspiel und natürlich eine Nähmaschine. Als erste Aufgabe müsst ihr den Kragen stricken und die beiden Bündchen. Grundlage davon ist natürlich wieder eure Maschenprobe, denn es ist völlig egal, welche Wolle ihr benutzt und welche Stärke die Wolle habt. Macht bitte eine Maschenprobe im Muster, eine Masche rechts, eine Masche links, das ist jetzt hier dieses Bündchenmuster. Und zählt dann, wie viele Maschen ihr auf 10 cm habt. Vergesst bitte nicht, gerade für die Anfänger, dass ihr jetzt nur die rechten Maschen seht, da drinnen aber auch die linken sind. Das heißt, das sind dann immer 1, dazwischen 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter auf 10 cm messen, wie viel Maschen. Und dann rechnet ihr hoch, wie viel Maschen ihr benutzt oder braucht und anschlagen müsst, um einen Umfang von 50 cm zu erreichen, und zwar ungedehnt. Wenn ihr das habt, schlagt ihr die Maschen entsprechend an und strickt erstmal 1,5 cm glatt rechts, also in Runden nur rechte Maschen. Beginnt dann mit dem Bündchenmuster eine Masche links, eine Masche rechts und das strickt ihr 30 cm hoch und kettet dann ganz normal ab. Vorweg möchte ich sagen, dass der Poncho ein Dreiviertelarm hat. Wenn ihr die Ärmel länger haben möchtet, dann müsst ihr einfach das Bündchen, das Ärmelbündchen ein bisschen länger stricken. Basis ist wieder die Maschenprobe, eins rechts, eins links. Ihr müsst euch ausrechnen, wie viele Maschen ihr anschlagen müsst, um eine Breite von ca. 24 cm zu erreichen. Diese Maschen schlagt ihr an, strickt sofort im Bündchenmuster eins links, eins rechts, ca. 17 cm hoch. Das Ganze zweimal. Damit euer gestrickter Kragen auch auf jeden Fall an den Ausschnitt passt, habe ich zwei Vorlagen, einmal für den hinteren Ausschnitt, einmal für den vorderen Ausschnitt erarbeitet. Den stelle ich euch zur Verfügung, könnt ihr euch runterladen und wenn ihr das gemacht habt, dann nehmt ihr einfach eine Schere und schneidet entlang dieser schwarzen Linie den inneren Teil aus. Das macht ihr mit dem vorderen Teil und dem hinteren Teil. Die Pfeile markieren die mittlere Ansatzlinie. Ich zeige euch das Prinzip jetzt an diesem verkleinerten Fließstoff, weil es ist einfach zu unübersichtlich, wenn ich auf dem Fußboden rumkrabble und euch versuche, das mit dem großen, an dem großen Fließstoff zu zeigen. Das Prinzip lässt sich natürlich 1:1 dann auf euren Vlies übertragen. Ihr legt euch jetzt euren Vlies so hin, dass ihr in der Breite die 1,30 m habt. Und in der Höhe die 1,70 m und faltet jetzt die 1,70 m mittig. Dann ist das immer noch 1,30 und das ist jetzt 85 cm hoch. Wenn ihr ein Muster habt, dann achtet darauf, dass das Muster mittig ist. Wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein Karo-Muster habt wie ich, dann ist es ganz schön, wenn einer der Karo-Streifen in der Mitte liegt. Als nächstes tragt ihr euch oder markiert ihr euch die Mitte des Ganzen. Am besten einmal runter, dann ist es leichter, den Kragen anzulegen oder die, besser gesagt, die Vorlage für den Kragen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, das Ganze wird eine Breite von 1,15 m haben. Das heißt, ihr nehmt jetzt von beiden Seiten 7,5 cm ab. Ich mache es natürlich jetzt entsprechend kleiner, ganz klar, weil mein Stiftstück ja auch kleiner ist. Jetzt könnt ihr schon die Seiten abschneiden. Unser Poncho hat jetzt schon die gebrauchte oder benötigte Breite von 1,15 m. Die Länge sollte bei 70 cm liegen.
Das heißt, wir müssen von der Länge jetzt bei 85 cm 15 cm abnehmen. Das zeichnet ihr euch auch an und schneidet es dann aus. Habt ihr es angezeichnet, könnt ihr das Ganze jetzt auch ausschneiden bzw. abschneiden. Und jetzt können wir eigentlich auch schon den Kragen anzeichnen. Ich nehme jetzt diese kleine Vorlage, passend so ein bisschen zu der Größe des Stoffs. Ihr habt hier den Ansatzfalten, den legt ihr in die Mitte, in die angezeichnete Mitte eures Stoffes. Und die Spitzen schließen ab mit dem Stoff. Jetzt nehmt ihr eure Schneiderkreide oder euren Markierstift und zeichnet entlang der ausgeschnittenen Linie den Ausschnitt nach. Jetzt dreht ihr das Ganze um. Ihr könnt auch den Stoff auseinandernehmen und legt jetzt die Kante an die Kante der Markierungen aneinander für den hinteren Ausschnitt. Und zieht auch wieder die Linie mit der Schneiderkreide nach. Jetzt habt ihr euch den Ausschnitt angezeichnet und könnt ihn ausschneiden. Jetzt dreht ihr das Ganze um, euren Vlies, und zwar, dass die linke Seite nach außen schaut. Dann nehmt ihr euren Kragen und markiert euch dort ebenfalls mit Stecknadeln einmal die hintere Mitte. Die kann man daran erkennen, dass ja da der Faden hing. Und einmal die vordere Mitte. Dann können wir den Kragen nämlich gleichmäßig einsetzen und es ist einfacher, die Weiten zu verteilen. Der Kragen bleibt auf rechts, dass die rechte Seite nach außen liegt. Und jetzt werden Kragen und Vliesausschnitt rechts auf rechts gelegt, und zwar indem ich jetzt den Kragen reinlege. Dann lässt es sich besser nähen später und auch besser feststecken. Ich habe mir jetzt die Mitte des Kragens nochmal mit Stecknadeln markiert. Ich stecke jetzt den Kragen bündig an den Vlieskragen an. Einmal erst hinten, einmal vorne. Das Ganze jetzt rundherum machen, die Weiten schön verteilen, gleichmäßig verteilen und das Ganze füßchenbreit nähen. Näht auf jeden Fall mit einem Elastikstich, dann bleibt auch der Kragen noch elastisch. Das ist jetzt die rechte Seite. Ihr seht, dass der Kragen schön eingefasst ist. Was ihr jetzt noch macht, ihr näht jetzt von dieser Seite, biegt die innere Naht zum Vlies runter und näht sie mittig hier an der Kante nochmal fest. So, von außen sieht das Ganze jetzt so aus und von innen sieht das Ganze jetzt so aus. Als nächstes kommen die Ärmel dran. Die äußere Kantenmitte hattet ihr euch ja mit der Nadel markiert oder mit einem Stift. Und jetzt markiert ihr euch bei eurem Ärmelteil ebenfalls die obere Mitte. Jetzt könnt ihr euch noch aussuchen, welche Seite ihr schöner findet. Und wenn ihr das gemacht habt, dann kann es auch schon mit den Nähen losgehen. Ihr legt also euren Ärmel mittig an die Mitte des äußeren oberen Stoffbruches, wieder rechts auf rechts und steckt einfach die Kanten entlang des Ärmels fest. Als nächstes näht ihr füßchenbreit diese beiden Stofflagen aneinander. Benutzt hierfür auch einen Elastikstich und macht das gleiche auf der anderen Seite genauso. Wie ihr schön erkennen könnt, sind jetzt aus meinem Füßchenbreit 1,5 cm geworden. Einfach weil ich beim ersten Nähen nicht darauf geachtet habe, dass beide Stofflagen bündig sind. Nun gut, dann sind es halt 1,5 cm. Ist jetzt auch nicht so dramatisch, aber ihr seht, worauf ihr achten müsst.
Als nächsten Schritt legen wir jetzt die Seitennähte übereinander, und zwar rechts auf rechts. Ich zeige euch dann gleich noch mal ein Bild, wie denn das aussieht, denn wir werden im Prinzip über Eck nähen. Ihr legt also die Seiten, näht den Stoff hier entlang und näht dann zum Schluss hier an dem Bündchen auch noch entlang. Aber zuerst wird zusammengestickt. Ich habe das Ganze jetzt genäht und ihr könnt schön sehen, hier geht das rüber. Von der anderen Seite sieht es jetzt schon mal so aus. Hier kommt so ein bisschen das Gestrickte durch. Wenn das bei euch so sein sollte, dann geht ihr einfach noch mal ein Stückchen weiter nach innen und näht in der Ecke noch mal drüber. Danach legt ihr die Naht zum Fließchen und näht füßchenbreit, beziehungsweise wenn ihr füßchenbreit das Ganze angenäht habt, noch mal über die Naht drüber, so wie wir es am Kragen auch gemacht haben. Das Ganze macht ihr dann von der rechten Seite. Den anderen Ärmel macht ihr dann genauso. Und wenn ihr dann fertig seid, dann könnt ihr euren Poncho noch entsprechend ein bisschen verschönern, indem ihr eventuell eine Tasche drauf näht oder halt nochmal aus der Wolle eine kleine Blüte häkelt und die aufnäht. Da seid ihr dann völlig frei und könnt eure Kreativität ausleben. So, hier könnt ihr schön sehen, da habe ich lang genäht und von innen sieht das jetzt so aus. Das ist jetzt hier der untere Bereich an der Seitennaht und von rechts sieht es jetzt so aus. Ihr könnt jetzt natürlich auch noch sehr gerne die Seitennaht links und rechts auseinanderlegen und da auch nochmal dran längs stecken. Dann haben wir so ziemlich das gleiche Muster wie am Ärmel und auch am Halsausschnitt. Dann ist das Ganze sehr schön gleichmäßig. Habt ihr die Seitennaht geschlossen und links und rechts von der mittleren Seitennaht jeweils einmal entlang gesteppt, kommen wir jetzt zu einem kleinen Trick. Wie ihr seht, es ist etwas krumm geworden, aber nun gut. Ihr nehmt jetzt euer Maßband und messt bis zu einer Länge von 21,5 cm. Markiert euch das und näht jetzt von der einen Naht ein Riegel drüber zur anderen Naht. So zwei, dreimal hin und her. Denn danach werden wir diese Seitennaht auftrennen. Und zwar bis zu diesem Riegel. Dann fällt das Ganze unten schöner und es beult nicht so sehr. Das Ganze sieht dann auf beiden Seiten so aus. Die untere Bündchenkante könnt ihr eventuell so lassen. Ihr könnt sie umhäkeln, indem ihr in regelmäßigen Abständen Löcher macht. Oder einfach eine Ziernaht mit der Nähmaschine steppen. Ich lasse es jetzt so, mir gefällt das.